30.08. war ein guter Tag für die Linke. Wir haben hervorragende Wahlergebnisse erzielt. In Thüringen und im Saarland ist ein Politikwechsel möglich. Wir können in beiden Ländern sozialere Politik gestalten. Ich wünsche mir ein rot-rotes Bündnis in Thüringen unter dem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Das ist möglich und wir sollten zu einer zügigen Regierungsbildung kommen. Auch im Saarland appelliere ich an die Grünen, hier keine Verzögerungstaktik zuzulassen, sondern schnell zu einem rot-rot-grünen Bündnis zu kommen. Das kann auch auf die Bundesebene ausstrahlen. Wir haben mit dem 30.08. einen hervorragenden Auftakt für den Bundestagswahlkampf hingelegt. In den nächsten Wochen werden wir uns dafür einsetzen, dass nach dem 27.09. Deutschland ein Stück weit sozialer, ein Stück weit friedlicher und ein Stück weit gerechter wird. Wir wollen die Frage, wer die Zeche für die Krise bezahlt, so beantworten, dass Millionäre zur Kasse gebeten werden und nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Rentnerinnen und Rentner, Studentinnen und Studenten.